Das Gedanke sollte sich jetzt bewegen lassen. Was ist das denn? Wieso kann das mich denn riechen? Oh, bitte, ey. Ich muss mich beeilen. Das Monster kann jetzt rein. Ergeben Sie sich! Das ist der stärkste Duft, den ich kenne. Der Duft müsste den Geruch... Es ist, als würde sich das Monster... Okay, also irgendwie aus irgendeinem Grund ist es ein bisschen verwackt, wie es aussieht. Ja. Oder das Räucherstäbchen ist abgebrannt, das kann auch sein. Das Regal sollte sich jetzt bewegen lassen. So, ich speichere jetzt nochmal ab. Sonst muss ich das schon wieder alles neu machen und da habe ich keinen Bock drauf. Da ich nicht haben Bock. So. Jetzt aber schnell. Gut. Ich habe das Monster eingesperrt und bin es los. Ja, und es kommt da nicht durch, bestimmt. Also ich finde das ein bisschen sehr unlogisch stellenweise, das Spiel, aber egal. Und er kann übrigens auch nicht hier die durch. Die Tür ist zu. Wenn ich mich anstrenge, kriege ich sie auf. Ja, also da kommt er nicht dran vorbei, das ist unmöglich. So, wir müssen jetzt hier die Decke abstützen. So, und jetzt mit dem Hammer die Tür kaputt hauen. Der Weg ist jetzt frei. Das ist so unlogisch, aber egal. Ich muss alle Steine wegschlagen, um durchzukommen. So, mal gucken, wie, ob ich das jetzt im ersten Anlauf schaffe. Krass, ich habe da das erste Mal so lange für gebraucht. Ich kümmere mich später um das Monster. Hoffentlich hat es bis dahin nicht mein Schlafzimmer zerlegt. Chef, Chef, alles stürzt ein. Die Treppe ist blockiert. Vor einigen Wochen trat ich dem Orden der großen evangelischen Wiederkehr bei. Einer mystischen, etwas fanatischen Gruppe. Den religiösen Blödsinn glaube ich zwar nicht, aber sie bekämpfen Weißkohl und seine Regierung. Ich soll das Codesystem des Ordens installieren. Nichts Aufregendes, aber es wird bestimmt bald spannender. Ja, ich finde den Stil des Spiels einfach cool. Ich finde es geil, das hat Style. Geil, das Style. Alexander, endlich kommen Sie. Sie sehen etwas blass aus. Ist man Ihnen etwa gefolgt? Als ich heute Morgen meine Wohnung verließ, warteten Soldaten auf mich und ein Monster griff mich an. Eine Art großer, sprechender Hund. Aber mir ist niemand gefolgt. Seit der Anomalie erscheinen laufend lauter seltsame Monster durch unsere Straßen. Die Regierung unternimmt natürlich nichts, da sie in ihrem Bezirk sicher sind. Ein Glück, dass sie unverletzt entkommen konnten. Unser Orden muss einen streng geheimen Brief an die Gläubigen übermitteln. Beenden Sie rasch die Installation, damit der Text dekodiert werden kann. Ein Dekodiersystem? Ist das wirklich nötig? Die Nachricht ist sehr wichtig. Das Militär darf sie nicht abfangen. Okay. Ich würde gern wissen, warum ich ein Bild meines Vaters malen sollte. Ich erkläre alles, wenn Sie fertig sind. Nehmen Sie das Handbuch, es enthält wichtige Informationen. Beachten Sie alles, was dort geschrieben steht. Sonst werden die Mitglieder des Ordens nichts verstehen. Dann mache ich mich an die Arbeit. Wir nutzen dafür immer das kleine Zimmer hinten rechts. Erfüllen Sie diese geheime Mission so schnell wie möglich. Und kommen Sie erst wieder zu mir, wenn Sie fertig sind, mein Sohn. Okay. Es ist alles gesagt, mein Sohn. Sie müssen rasch den Code installieren. Code? Wie ist denn das Spiel gestern ausgegangen? Der Kreuzzug geht unter. Endergebnis 7:4. Trotz eines vielversprechenden Beginns brachte die Offensivstrategie der Pariser schließlich ein.
Um 21 Uhr standen die Kamikazes vor einer schrecklichen Niederlage, 1-3, ein Toter und zwei Verletzte, ein Toter beim Kreuzzug. Doch die Nummer 23 der Leona ging auf einmal viel gewalttätiger zur Sache. In den folgenden Minuten kam es zu einem Blutbad auf der Seite des Kreuzzugs. 5 Verletzte, 6, 14, 11, 5 und die 21, 3 Tote, 10, 15 und 9 und 6 Tore. Innerhalb von 30 Minuten hatte die Leona Dampfwalze Paris bezwungen. Doch das war noch nicht alles. Als er seinen Kommentar zum Spiel abgeben wollte, verleugnete der Kamikaze-Spieler mit der Nummer 23 sein eigenes Volk und dessen archaisches Regime und bat die weißkohlistische Regierung um politisches Asyl. Eine ebenso bemerkenswerte Randerscheinung war die Exekution von General Grüntropf, der in eine Verschwörung gegen unseren geliebten Diktatorpropheten verwickelt war. Noch ein Putsch. General Grüntropf. Die haben ja echt tolle Namen. Gut, dann wollen wir uns mal hier auf diesem Friedhof umsehen. Dann nehmen wir uns jetzt dieses Kreuz, diesen Kreuzschlüssel hier vom Altar. Sie dürfen sich hier gar nicht aufhalten. Da komme ich wegen der Überwachung nicht rein. Das Regal steht noch nicht lange da. Hier bewahrt Gorgon die Leichen auf, bevor sie begraben werden. Sehr nett. All diese eingefrorenen Körper. Uah. Ja, aber hallo, sieht ganz schön gespenstisch aus. Okay. An der Tür war bloß ein Lautsprecher. Tja, so viel dazu. So, das ergibt für uns jetzt, für euch wahrscheinlich jetzt gerade wenig Sinn. Aber für mich schon. So. Wir haben diese Leiche aufgetaut. Ja, um Salz zu kriegen. Er konserviert die Leiche nämlich mit Salz. Dann werden sie eingefroren. So. Brauchen wir nämlich alles gleich noch. Der Klingelbeutel vom Friedhof. Die Leute tun ihr Geld für Gorgon rein. Lass ja die Finger davon, Kleiner. Ich sollte ihn lieber ein wenig ablenken. Also, ich habe hier so lange gesucht letztes Mal. Ich meine, hier guckt keiner hin. Wupp, weg damit. Wie viele Münzen sind drin? 3. Wie armselig. Tja. Die richtige Urne, die brauchen wir. Die Münzen überlasse ich dem Pfennigfuchser nicht. Es ist zu dunkel. So, hier ist also der Raum, wo wir hier ich brauche das Ganze Licht machen müssen. Okay, und wir haben hier auch noch eine So, das nehmen wir erstmal mit. Eine Anleitung haben wir. So, zu installierender Code für den Ritualraum. Boden und Wände müssen vorbereitet werden. Wände, Zeichnung, Kreide liegt auf dem Boden. Haben wir aufgenommen. Die Schlange muss sich vom Eingang aus hinten links befinden. So, wir müssen jetzt die Wände bemalen. Also, hinten links, da könnte man meinen, dass es das hier wäre. Nein, es ist aber hier. Wieso auch immer das dann hinten. Naja, ich weiß nicht. Vielleicht von da drüben aus gesehen hier, keine Ahnung. Da kommt das Porträt hin. So. Das Füllhorn und der Kelch zeigen zueinander. Der Kelch befindet sich zwischen dem Gehängten und dem Baum.
Gut. So, dann kommt hier das Füllhorn hin. Da der Kelch. Hier der Gehängte und hier der Baum. Ja, ich hatte das letztes Mal eigentlich auch relativ schnell raus. Nur mit der Schlange habe ich mich vertan, weil ich die dahin gepackt habe. Da war ich echt am Rumrätseln, wie so ein Irrer. Aber so, wenn man das einmal raus hat, geht das eigentlich ganz einfach. Das Glücksrad und der Gehängte befinden sich nebeneinander, aber nicht auf derselben Wand. Der Hut ist an derselben Wand wie das Glücksrad. So, das heißt... Glücksrad... Hut... Dann muss hier der Totenkopf sein. Alle Bilder sein. Sind an der richtigen Stelle. Genau. Gut, dann lesen wir mal weiter. Das Porträt muss an der hinteren Wand, das haben wir gerade gemacht. Es müssen Steine platziert werden. Der Schlüssel ist unter dem Schädel, das Salz ist unter dem Kelch. Okay, Salz unter dem Kelch. Ein Schlüssel unter dem Schädel. So. Die Urne befindet sich zwischen den zwei Münzen und dem schwarzen Kreuz. So, den Kreuzschlüssel legen wir dahin. Dann muss hier die Urne hin. Und da das Geld. Waage und Schwert sind auf derselben Linie wie das schwarze Kreuz. Eine Waage. Ein Schwert. So. Die Waage und die Krone sind in derselben Spalte wie der Schlüssel. Also der Schlüssel ist übrigens damit gemeint. Das ist ein bisschen eine verwirrend. Krone. So. Ein Turm. Dann bleibt der Turm nur noch Endlich hier. Endlich ist der Code fertig. Was ist los? Gorgon? Gorgon! Jetzt sitze ich hier fest. Oh oh. Das nehmen wir mal mit. So. Ich muss hier weg. Die Tür ist zu und der Schlüssel steckt noch. So, deswegen mache ich das jetzt auch. So. Da haben wir jetzt... Das ist nutzlos. Den Schlüssel. Wenn die Decke leuchtet, ist die Installation fertig. Juhu. Sieht irgendwie schon sehr... merkwürdig aus. Sehr, sehr merkwürdig. Naja. So, Alles ist verschlossen? Gorgon schuldet mir definitiv eine Erklärung. Ich glaube auch. Lecker. Ah, hier zu liegen, direkt neben dem Klo, ist bestimmt auch richtig toll. Zentrale Kultbehörde, an Gorgon Grüße. Der Orden der großen evangelischen Wiederkehr, dem Sie vorstehen, entspricht nicht den Dogmen der offiziellen weißkohlistischen Religion. Wir autorisieren Sie und Ihre Gläubigen, aufgrund der Dienste, die Sie der Mission erwiesen haben, jedoch Ihre Zeremonien von jetzt an weiterhin durchzuführen. Ferner bitten wir Sie, die bisher so erfolgreiche Zusammenarbeit mit uns fortzusetzen. Saint Jean-Luc Goliard. Gorgon arbeitet für die Regierung? Hätte ich das geahnt, wäre ich nie in den Orden eingetreten. Welche Überraschung. Kann man sich ja denken, dann hätte ich das wohl auch nicht getan. Ich schütte mir nochmal eben was zum Trinken ein. Bei der Hitze, da verbraucht man doch ganz schön viel an Wasser. Ich glaube, ich gehe mittlerweile jeden Tag in meinen Getränkeladen, um Wasser zu kaufen. Wenigstens noch 3 Flaschen oder so. Man soll ja auch mal sehr viel trinken. Noch ein Bild meines Vaters? Was verbirgt Gorgon vor mir? Ja, schon sehr merkwürdig. Hier ist nichts drin. Der Orden der großen evangelischen Wiederkehr. Visionen 0.8.1. Der Engel ohne Namen verkündet,
Beim Anbrechen der Veränderlichkeit wird die Bestie von den Sternen herabsteigen, älter als die Ältesten der Alten. Nimmt sie das Antlitz eines Gewöhnlichen an und marschiert 7 Tage und 7 Nächte. Unter ihren Pranken werden neue Plagen entstehen. Geschwüre werden wuchern, wo ihr Blick hinfällt. 7 Tage und Nächte wird die Hoffnung zerschmettert sein und die Zeichen des Endes erscheinen. Dann wird die Bestie auf ihren Nachkommen treffen und man wird ihn Armageddon nennen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Ordensmitglieder so verrückt sind. Echt unheimlich. Auf jeden Fall. So. Aber wir sind hier noch nicht fertig. So. Jetzt dürfen wir hier nämlich... Schädel ist L. Ich guck mal, dass ich das irgendwie... Das Horn ist K, dass ich das irgendwie aus dem Kopf rausmache. Schlüssel ist R. Leer ist E. Ring ist A. So, was gibt's noch? Gehängt da. Das ist O. P ist der Kelch. No. Die Münzen. Ist das S? Ja, wir können jetzt auch hier eigentlich hier. So, das ist das N. Da sieht man, dass hier Nikopol stehen sollte. Hier wahrscheinlich das M für Mann. Okay, den Rest müssen wir aber trotzdem nochmal hier. So, die Urne war V. Prisma war, glaube ich, B. Der Turm ist T. Das muss das D sein. Der Mann von den Sternen, bla bla bla. Ach Quatsch. Nein! Oh Mann! Habe ich mich vertippt. So, das hier wollte ich eigentlich anklicken. Ist ein bisschen sehr ungenau. Hier kommt dann ein H hin. So, schleunig. Spieler 23, Nikopol, sein Sohn. Moment mal, da geht's um mich. Tja, ist Spieler 23 etwa sein Vater? Man weiß es nicht. Also, Spieler 23, Nikopol, der Mann von den Sternen, lebt im Bunker. Halten Sie seinen Sohn schleunigst auf. Okay. Jetzt speichere ich nochmal eben ab. Alexander Nikopol. Oh oh. Höre, was ich, Anubis, Gott unter Göttern zu sagen habe. Das Shuttle deines Vaters kehrte vor einigen Tagen zur Erde zurück. Doch Horus, mein wahnsinniger Artgenosse, hat ihn seinem Willen unterworfen. Gemeinsam wollen sie die Macht, die Paris zusammenhält, stören und die Stadt ins Chaos stürzen. Du musst sie aufhalten. Mein Vater? Aber warum ich? Nur du kannst deinen Vater aufhalten. Dieser Ankh
wird dich vor Horus' Kräften schützen. Wenn du ihn gefunden hast, zeige mit dem Ankh auf die Pyramide. Dann komme ich und unterwerfe meinen Bruder. Okay.